Hey ho und Gude! Herzlich willkommen zu Sugar Benogi Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Sascha ist hier, Christian ist hier und das Geburtstagskind des Tages ist? Weiß ich nicht. Ich hab den Punkt. Achso, ja. Christoph Schlingensief, hätte heute Geburtstag? Schlingensief? Genau, ja. Christoph Maria Schlingensief, bekannter Theaterregisseur und Aktionskünstler. Oder sagen wir mal lieber umstrittener Aktionskünstler. Ich fand ihn immer gut. Ja. Der war immer so ein bisschen crazy. Ist leider schon tot. Ja. Mit 49 Jahren, damals recht jung gestorben. Aber ja. Schlingensief war gut. Den konntest du gucken, da kam immer irgendwas Bescheuertes bei raus. Ja, richtig. Ja, das fand ich eigentlich so ein bisschen crazy. Und immer so eine Sendung in der U-Bahn gemacht. Das war auch gut. Ja. Also das fand ich eigentlich, und der hat auch mal so Talk-Sendungen gemacht, wo er sich dann, glaube ich, mit den Leuten auch gekloppt hat irgendwie, weil sie sich dann hier mit den Meinungen überworfen haben und so ein Kram. Okay. Ja, fand ich auch nicht schlecht. Muss ich sagen, Schlingensief war schon ein verrückter Kopf und auch recht innovativ. Das stimmt. Ja, genau. Am 24. Oktober 1648, pass auf, da endet der 30-jährige Krieg. Der 30-jährige Krieg war da zu Ende. Da ging nichts mehr mit sich irgendwie bums, bums und hin und her und piff, piff. Piff, paff. Ja? Schnibbel, schnibbel, schneid, schneid. War vorbei. Ja. Ja, hat 10 Millionen Menschen das Leben gekostet. 10 Millionen. Gut, dass er rum war. Ja, sonst wären es 10 Millionen und eins noch dran gewesen. 24. Oktober 1929, ein bisschen später. Schwarzer Donnerstag, Beginn der Weltwirtschaftskrise. Also wir haben, also außer Schlingensief, wir reden über einen Aktionskünstler, der tot ist. 30-jähriger Krieg. Schwarzer Donnerstag, Weltwirtschaftskrise. Hier, lass uns das beenden heute. Wir hatten das recherchiert, sag mal. Alter, wir müssen jetzt mal rüber zum Praktikanten. Was war denn mit euch los? Ach, komm mal, die Fresse. Ach, komm mal. Ja. Nee, die Sendung müssen wir jetzt auf schwarz-weiß runter. Ja. So, jetzt ist es schwarz-weiß. Jetzt ist und traurig bisschen, gucken, Sascha. Ja. Ja, und dann sagen wir am Ende jetzt bis morgen. Cheerio, Miss Sophie. Auf Wiedersehen. Bis morgen.